Ich drück schon mal Record. Das ist gut, dann müssen wir es nicht zweimal machen. Hey, hallo und herzlich willkommen zur Q&A im True Minds Podcast vom 21.04.2024. Auf geht's mit der Frage von Iris zur Amex Payback, zum Zubringer und zum VPN. Iris fragt, ich bin neu auf euren Podcast gestoßen, sehr informativ und ich möchte mehr in die Materie einsteigen. Zurzeit bin ich jedoch etwas überfordert. Daher jetzt erstmal folgende Fragen und dann kommen gleich drei Stück. Die erste Frage von Iris. Ihr habt die American Express Payback neulich nicht gelobt. Was genau habt ihr für eine Kritik? Ich sammle Payback-Punkte und habe Max, also doppelte Punkte. Bei Bedarf kann ich in Meilen umwandeln, wenn es noch 25% drauf gibt. Nennt sich Transferbonus. Haben wir die Payback-Karte von American Express runtergemacht irgendwie? Naja, zu Recht, ne? Denn die haben ja die Sammelratio verschlechtert von 2 Euro ein Punkt auf 3 Euro ein Punkt. Das ist schlecht. Also die Karte kann man nicht empfehlen zum täglichen Sammeln. Man kann sie empfehlen, um sie mit einem Bonus mitzunehmen und dann oder die Offers. MX Offers oder so einzulösen. Mhm. Aber so fürs tägliche Sammeln würde ich weiterhin eine echte MX empfehlen. Dann kommen wir zur zweiten Frage von Iris. Sie schreibt, ihr spracht über Zubringerflüge. Machen wir das öfter. Wenn ich es richtig verstanden habe, weil andere Orte günstiger sind. Aber wie genau buche ich das? Kai, haben wir nicht in der FAQ-Section jetzt eine neue Videolinie eröffnet? Für genau diese Frage, die tatsächlich sehr häufig gestellt wird und auch immer wieder gestellt wird, Woche für Woche, haben wir jetzt ein Video gemacht. Frequently Asked Questions ist ja genau sowas. Ne? Also es ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ja. Und die haben wir jetzt in einem eigenen Video für unsere Platin-Mitglieder mal ausführlich beantwortet, mit allem Drum und Dran sozusagen. Alles, was dazu an Fragen schon gekommen ist in den Q&As, haben wir mal zusammengepackt in ein Video. Und das könnt ihr euch, vorausgesetzt ihr seid Platin-Mitglied, könnt ihr euch das eben jetzt in dem Mitgliedsbereich anschauen. Und ansonsten immer gerne nochmal wieder in die alten Q&As gucken, damit wir es jetzt nicht Woche für Woche immer wiederholen müssen. Verweisen wir da dann einfach mal auf die Antworten, die wir dazu schon gegeben haben. Wir hatten praktisch jede Q&A eine Zubringer-Abbringer-Frage. Man muss da nicht lange suchen, das stimmt schon. Also die folgen mit dem pinken Thumbnail. Dann die dritte Frage von Iris. Und ich brauche dazu VPN. Das ist mir sowieso auch noch nicht so ganz klar, schreibt sie. Gibt es da etwas Kostenloses oder welches VPN empfehlt ihr? Freut mich von euch zu lesen. Jetzt kriegst du es auf die Ohren, Iris. Braucht ihr kein VPN. Also jedenfalls bei Miles & More, muss ich einschränkend sagen. Es ist tatsächlich so, dass man bei Qatar Airways zum Beispiel auf der Webseite, kannst du dir keine Angebote anzeigen lassen von, sagen wir mal, Amsterdam oder von Paris. Und die zeigen dir auf der deutschen Webseite eben nur die deutschen Angebote an. Oh. Da muss man tatsächlich entweder eben direkt die andere Webseite ansteuern oder eben VPN nutzen, ja, tatsächlich. Bei Miles & More geht es ohne VPN, kann man sich von jedem Abflugort der Welt Angebote anzeigen lassen für die Business oder First Class oder auch für die Economy sein muss. Hast du, ich weiß gar nicht, wie mein VPN heißt, das ich manchmal für SEO-Zwecke brauche. Fällt mir der Name ein? Nee, fällt mir nicht ein. Dann gibt es ja die üblichen Verdächtigen, NordVPN und so weiter. Hast du einen Affiliate-Link, Kai, für das VPN deiner Wahl? Nee, ich nutze NordVPN. Warum nutze ich das? Weil die Miles & More Partner sind und immer mal wieder mit 50-fach Meilen oder bei mir waren es, glaube ich, sogar 70 oder 75-fach Meilen damals locken und so schlecht sind die auch nicht. Also wird immer viel gemeckert, aber das, was ein VPN können muss, das können die und deshalb. Aber da macht es dann keinen Sinn, mit einem Affiliate-Link um die Ecke zu kommen, weil dann gibt es die Meilen nicht. Ne? Und wir wollen ja fair bleiben. Die Leute sollen ja, wenn sie NordVPN wählen, dann eben auch die Meilen mitnehmen. Kommen wir zur nächsten Frage von Kai. Also nicht diesem Kai, sondern dem anderen Kai. Wohin aus Boston? Der Kai muss aus Boston weg. Wir haben es geschafft, jubelt er. Nächstes Jahr geht es zu zweit nach Boston, First Class ab Frankfurt. Jetzt überlege ich mir noch, ob ich einen Stopover einplanen kann. Klar müsste ich umbuchen gegen 100 €. Ziel wäre dann Los Angeles. Aber es fliegt wohl nichts Schönes von Boston nach LA? Fragezeichen. United hat nur Business in der 737 Max und die ist jetzt nicht der Hammer, findet Kai. Hast du einen Tipp, Kai, wo ich sonst von Boston aus mit Star Alliance und schönem Flieger First oder Business hinkomme? Muss ja gar nicht LA sein. Ja, geht so ein bisschen auf die Abbringerfrage. Ne? Schon wieder. Aber er macht es immer in einem konkreten Beispiel. Also was ich immer empfehlen würde, ist, man muss halt innerhalb der USA, wenn du da einen Zu- oder Abbringer buchen willst, musst du eben mit United fliegen, weil es das einzige Star Alliance-Mitglied ist, das da. Und United hat eben auf
Domestic Flights, in der Regel eben nur die Boeing 737. Und dann gibt es eben bestimmte Transcon-Strecken von einer Küste zur anderen Küste. Da ist jetzt Boston aber, glaube ich, tatsächlich nicht dabei, wo dann eben auch mal ein Dreamliner eingesetzt wird oder eben großes Großraumflugzeug in der echten Business Class. Da dann Plätze zu finden, ist schon verdammt schwer. Ich hatte das kürzlich mal geguckt bei SeatSpy, hatten wir auch schon mal was drüber erzählt. Die haben Verfügbarkeiten oder zeigen United-Verfügbarkeiten für ein ganzes Jahr auf einen Blick. Und da habe ich also für die nächsten 12 Monate genau eine Verfügbarkeit für New York, Los Angeles gefunden in dem Großraumflugzeug. Und deshalb, also da braucht man dann für 2 Personen auch gar nicht anfangen zu suchen. Das bringt nichts. Was habe ich ihm empfohlen? Ich habe ihm gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, noch nach Kanada zu fliegen. Ja, Kanada hat eben auch auf einigen Strecken und insbesondere so auf den internationalen Strecken. So ein Abbringer innerhalb der USA kann Sinn machen, wenn es irgendwo in die Middle West gehen soll oder so. Ne? Aber wenn man rüber an die andere Küste will, dann darf man sich nicht darauf verlassen, dass man da in der Business Class oder da heißt es dann ja regionale First Class, da dann irgendwas Tolles findet. Das wird nicht passieren. Was ich ihm also empfohlen habe, war mal zu gucken, wie das mit Air Canada ist. Denn man kann ja eben auch noch nach Kanada hochfliegen. Und Air Canada hat eben auch auf einigen Strecken eine echte Business Class, sodass man da vielleicht irgendwie was findet. Hatte ihm empfohlen, mal nach Toronto oder Vancouver zu gucken natürlich. Bietet sich beides an. Und dann könnte er möglicherweise dann auf dem Rückweg, auf die Idee ist er dann selber gekommen, mit der Allegris fliegen. Wenn die bis dahin, wird sie die Strecke ja vollständig bedienen, absehbar. Und dann hätte er die Möglichkeit eben nochmal ein tolles Bordprodukt, ob es toll ist, wissen wir nicht, aber ein neues Bordprodukt dann zu erleben. Okay, dann verstehe ich auch seine Zusatzfrage besser. Lohnt sich der Aufpreis für First ab Boston oder New York oder Toronto nach Frankfurt? Er fliegt halt schon First hin. Und seine Frage bezog sich eben darauf, macht es dann Sinn, nochmal First zurückzufliegen? Okay. Weil dann fliegt man halt zweimal First. Und mir persönlich, also es gibt, ich glaube, der normale Mensch, der normale Fliegende, der kann gar nicht oft genug First Class fliegen. Mir wäre das einfach zu langweilig, zweimal sozusagen das gleiche Flugzeug nacheinander zu fliegen. Aber das muss man sich nicht vor mir abgucken. Das zweimal First fliegen ist schon okay. Die Frage ist eben, lohnt es sich dafür dann eben die zusätzlichen Meilen dann auch zu investieren? Die kann ich ihm natürlich nicht abnehmen. Das muss er selber entscheiden. Und er müsste natürlich dann auch entsprechende Verfügbarkeiten finden. Von Toronto gibt es ja gar keine First Class. Insofern würde es da ohnehin wegfallen. Dann haben wir die letzte Zusatzfrage im Grunde schon besprochen. Dafür schönerem Terminal-Erlebnis. Kai, kannst du dazu noch was sagen? Auf Sicht wird ja, es fliegt ja ein A350 nach Toronto und der soll auf Sicht ja auch eine First Class bekommen. Aber ob die wirklich schon zum Jahresende kommen, wie im Moment angekündigt, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Da würde ich jetzt auch keine, er müsste jetzt ja buchen bald, da eine Blindbuchung machen in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann eine First Class da noch fliegt, würde ich nicht machen. Aber also die Geschichte mit Toronto könnte, wenn man so ein bisschen verrückt ist und Lust hat, so auf Bordkabinen und solche Geschichten, könnte das für ihn ganz attraktiv sein. Schönes Terminal, ja. Am Ende wird er ohnehin Verfügbarkeiten finden müssen, ne? Und man kann sich vorher viele Pläne machen. Am Ende muss man das buchen, was es gibt. Deshalb würde ich da gar nicht so viel vorher nachdenken, sondern einfach mal gucken, was die Macht des Faktischen dann am Ende zulässt. Kai, ich sage einfach mal toi, toi, toi. Ich wünsche ihm da auch viel Glück bei. Er hatte uns, das war übrigens der Mailverkehr, in dem er uns darauf hingewiesen hat, dass es Miles & More Meilen gerade mit 50% Bonus zu kaufen gibt. Also er ist der Urheber dieser Nachricht, die im Moment offensichtlich noch kein anderer Blog mitgeschnitten hat, dass da Miles & More den Bonus nochmal erhöht hat. Es gibt jetzt Miles & More Meilen bis zum Monatsende offensichtlich mit 50% kaufen. Ja, also offenbar alle, die Kai heißen, haben irgendwie das Vielflieger-Gen. Kommen wir zur Frage von Matthias. Doch Meilen für Prämienflüge? Der Matthias ist ein bisschen verwirrt, aber begeistert von unserem Kanal. Echt lobenswert, schreibt er, wie ihr das rüberbringt. Immer wieder gerne. Nun meine Frage. Ich habe das Meilenschnäppchen nach San Francisco am 21.02. bis 28.02. gebucht. Dann kam der Streik und der Hinflug wurde storniert, der Rückflug nicht. Habe dann die Hotline angerufen, die mich dann auf den nächsten Flug am 22.02. umgebucht hatten. Der Rückflug wurde dann aus Kulanz auch einen Tag verschoben. Immerhin. Ich habe dann bemerkt, dass ich für den Hinflug über 11 Meilen gut geschrieben bekommen habe, aber für den Rückflug nichts. War das ein Fehler von denen? Ich habe gedacht, man bekommt doch nichts gut geschrieben bei Prämienflügen, Kai. Ach, die Flüge waren übrigens Business-Tickets, schreibt er noch dazu. Dafür wären 11 Meilen, ich weiß auch nicht, ob das wirklich 11 sein sollten oder ob es vielleicht 11.000 oder so. So richtig 11 Meilen macht tatsächlich keinen Sinn. Er hat sich da auch leider nicht mehr zu geäußert. Was passieren kann, ist, dass wenn er umgebucht wird, weil eben Streik und
Lufthansa muss ihn denn umbuchen. Und dann werden sie ihn am nächsten Tag wahrscheinlich in eine Buchungsklasse umgebucht haben, die eben keine Premium-Flug-Buchungsklasse war, sondern eine reguläre Buchungsklasse. Und dann kann das passieren, dass einem dann eben auch die Meilen aus dieser Buchungsklasse gut geschrieben werden. Das ist tatsächlich nicht ganz unüblich. Ah, okay, so rum. Ja, freuen und mitnehmen. Und dann wahrscheinlich bei dem Rückflug, da gab es dann wohl noch Plätze in der Buchungsklasse, was ist das, R, I? Ich glaube, I ist die Buchungsklasse für Premiumflüge in der Business Class. Und wenn da dann noch ein Platz frei war, dann haben sie ihn da reingebucht und dann kriegt er natürlich auch keine Meilen. Und beim Windflug wird in I nichts mehr frei gewesen sein und dann hat er entsprechend Meilen gut geschrieben bekommen. Aus Versehen sozusagen. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von allen, so gut wie allen. Die Frage, wie funktioniert das mit dem Zubringer oder Abbringer? Kai, komm, sagen wir es nochmal. In der FAQ-Section auf dem Community-Tab, auf dem YouTube-Kanal vom True Miles Podcast gibt es jetzt ein Video, in dem wir euch alles erzählen rund um die Frage, wie funktionieren eigentlich Zubringer und Abbringer zu Premiumflügen mit Miles & More. Und ganz am Ende als Sahnehäubchen sogar auch noch einen kleinen Hinweis darauf, wie das bei anderen Vierfliegerprogrammen mit Zubringern und Abbringern gehandelt wird. Damit müsst ihr diese Frage nicht mehr stellen und wir werden sie auch nur noch sehr selektiv beantworten, denn wir haben sie schon in den letzten 10 Q&A-Folgen, glaube ich, jede Woche beantwortet. Ja, und der Platin-Mitglied ist bei uns, kann sich das dann anschauen, das Video, und hat dann sozusagen alle Informationen, die er zu Zu- und Abbringerflügen braucht, aus einer Hand. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob das Video am Ende tatsächlich auf dem Community-Tab zu sehen sein wird oder ob es unter den normalen Videos zu sehen sein wird, dann aber natürlich nur für Kanalmitglieder. Das kann auch sein. Wir machen dann vielleicht, sobald das mehrere Videos sind, machen wir da einfach eine Playlist für Kanalmitglieder. Wird die dann heißen, die wird für alle anderen, wird diese Playlist leer sein, aber für die Platin-Mitglieder werden da dann eben die Videos zu sehen sein. Also ihr seid ja gewohnt, dass der Kanal von Profis betrieben wird hier und deswegen ist das alles irgendwie, wir stolpern uns da durch, aber irgendwann wird es richtig gut. Das haben wir bisher bewiesen. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar vom Niklas. Und zwar, welche ist die beste Business Class nach LA? Vielen Dank für den tollen Podcast. Der Niklas kann sich auch nicht zurückhalten. Ihr seid sehr sympathisch und macht echt einen Mega-Job, schreibt er. Ja, sowas lese ich einfach am liebsten. Ich habe eine Frage bezüglich der besten Business Class, um nach Los Angeles zu kommen. Ich plane eine Reise diesen Sommer dorthin und bin mir unschlüssig, mit welcher Fluggesellschaft, bevorzugt Star Alliance wegen vieler Miles & More Meilen, und mit welchem Flugzeugtyp ich fliegen soll. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise die 747 oder den A380 von Lufthansa oder die 787 von LOT. Vielleicht hat Kai da ja einen Favoriten, also ich würde sogar drauf wetten, Niklas. Niklas ist übrigens ein YouTube-Kollege von uns, ne? Hat einen eigenen YouTube-Kanal. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal reingeguckt mit dem Wheelie. Hallo Niklas, wenn du uns zuguckst, widmen wir uns nochmal einen Wheelie dafür, dass wir dir die Frage beantworten. Ja, ich fliege jetzt im Juni, fliege ich zweimal nach Los Angeles beziehungsweise weg von Los Angeles. Hin fliege ich mit der Lufthansa First Class im A380 und zurück geht es mit LOT Polish Airline. Mit beiden habe ich ein kleines bisschen Glück gehabt, beziehungsweise gut, ich war flexibel und habe dann entsprechend lange gesucht, bis ich die entsprechenden Verfügbarkeiten gefunden habe. Das ist eben bei der Strecke nach Los Angeles auch der Hauptfaktor, ne? Also wir haben auch da gerade bei beliebten Strecken wie eben nach Los Angeles an die US-Westküste, muss man am Ende nehmen, was man kriegt, muss man zufrieden sein mit dem, was eben angeboten wird. Und deshalb ist das schwer zu sagen, was ich da empfehlen würde. Aber wenn er die Möglichkeit hat, Lufthansa First Class zu fliegen auf der Strecke, dann ist das natürlich eine gute Sache. A380 ist in der Business Class jetzt nicht ganz so überragend. Wenn es Business Class sein soll, würde ich vermutlich eher mit Austrian fliegen. Also so von den Miles & More Airlines, die eben die Strecke fliegen, haben wir eben LOT fliegt dahin im Dreamliner. Die haben die gleiche Business Class wie die Lufthansa 222-Konfiguration. Und wir haben Swiss und Austrian, die eine versetzte Konfiguration haben. Und zwar ist da in jeder zweiten Reihe immer ein Einzelsitz, der sogenannte Thron. Und von dem Gesamtprodukt gefällt mir von den beiden Austrian oder Swiss Austrian besser. Die haben einen Flying Cook an Bord, der da dann das Essen direkt zubereitet und ihr das an den Platz zaubert. Und dann ist noch ein bisschen das fliegende Kaffeehaus, wer so ein bisschen Lust auf Kaffeespezialitäten hat. Wiener Kaffeespezialitäten. Ich finde Austrian sehr sympathisch auf der Langstrecke. Also wenn es da was gibt, würde ich mit Austrian hinfliegen und zurück. Wenn er es nicht auf einem Ticket bucht, dann sollte er eine Airline wählen, die keine Treibstoffzuschläge oder geringe Treibstoffzuschläge wählt. Und da hat er nur eine Wahl und das ist dann eben LOT Polish Airlines.
Airlines, die nehmen nämlich, ich habe gezahlt 150 Euro, glaube ich, auf der Strecke. Wenn er da mit Lufthansa, Swiss oder Austrian zurückfliegen will, zahlt er 900 Euro. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Deshalb entweder beides auf ein Ticket buchen. Also, so dann, gut können die Müllspeisen gar nicht sein. Nee, und für Lufthansa im A380, wo das ist so der Schlafsaal, ne? Das sind, glaube ich, 20 Reihen hintereinander in 222-Konfigurationen. Also du hast dann 6x20 extra gefühlt 100 Plätze. Und das sieht aus wie in einer Jugendherberge da. Ist ja auch null Privatsphäre in der Lufthansa Business Class. Deshalb, das würde ich, da würde ich eher von abraten. So von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt, in die USA zu fliegen, ist die Lufthansa Business Class im A380 die schlechteste, finde ich. Wenn es die Möglichkeit gibt, auf dem Rückflug eben laut Polish Airlines, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich da eine Verfügbarkeit gefunden habe. Ist die gleiche Business Class, ist ziemlich baugleich mit der Lufthansa Business Class 222, aber eben keine 20 Reihen, sondern eben nur 8 Reihen, glaube ich, sind das. Und eben deutlich billiger. Deshalb, da würde ich einfach auf den Preis achten. Ja. Und den Tipp mit Austrian, den merke ich mir als alter Kaffeehaus-Spezialist für Milchspeisen und alles, was da Leckeres gibt. Ja, aber kommen wir zum Uwe. Der Uwe, der will in die Lounge in Frankfurt. Wir fliegen im August von Düsseldorf über Frankfurt mit Lufthansa nach Fort Myers in Florida. Wir, das sind meine Frau und unsere zwei Kinder, 18 und 27 Jahre alt, die kommen nicht mehr in Kindersitz. Ich bin stolzer Besitzer einer Amex Platinum und meine Frau hat die entsprechende Partnerkarte. Natürlich beide den Priority Pass. Haben wir damit eine Chance, in Frankfurt alle vier in eine Lounge zu kommen? Die Lux Lounge in Frankfurt liegt leider außerhalb und man muss erneut durch die Passkontrolle. Kai, du bist ja im Grunde Nebenerwerbs-Frankfurter. Ja, ich weiß, weil es natürlich einfach der Katastrophenflughafen für Priority-Pass-Besitzer ist, dass man da einfach blöd dasteht. Denn es gibt tatsächlich im Terminal 1, das ist das Terminal, wo Lufthansa abfliegt, da gibt es in dem Sicherheitsbereich keine einzige Priority-Pass-Lounge, sondern es gibt eine einzige und das ist eben die Lux-Lounge. Die ist vor der Sicherheitskontrolle, also er muss nicht erneut durch die Sicherheitskontrolle, sondern er muss danach erst durch die Sicherheitskontrolle, durch die Passkontrolle, meine ich. Da gibt es leider keine andere Möglichkeit, als entweder ins Terminal 2 zu gehen und dann vom Terminal 2 gibt es einen eigenen Weg zurück ins Terminal 1, weil ihr da dann schon die Passkontrolle hinter euch habt, müsst ihr dann nicht nochmal wieder durch die Passkontrolle im Terminal 1. Die Sicherheitskontrolle, durch die man an dieser Stelle dann noch muss, soll wohl auch nicht so überlaufen sein wie die übliche Sicherheitskontrolle. Das kann man empfehlen, dann kommt ihr immerhin zu viert in die Lounge. Ansonsten habt ihr ja als Platinum-Inhaber die Möglichkeit, in die Lufthansa-Lounge zu gehen, glaube auch mit Discover, aber diese Regelung, die gilt eben nur für Karteninhaber, also für den Karteninhaber und den Inhaber der Zusatzkarte. Mann und Frau würden also reinkommen und die Kinder müsste man dann im Bällebad abgeben. Oder eben müssten sie zahlen für die Kinder. Das geht natürlich auch. Ja, das ist schon seltsam, aber du hast die Wüste, die Priority Pass Wüste am Terminal 1 in Frankfurt ja schon mehrfach angesprochen. Schon seltsame Konstellation dort. Ja, es lohnt sich halt einfach wenig. Ne? Also die meisten, die ab Terminal 1 fliegen, die fliegen dann eben mit Lufthansa und können dann in die Lufthansa-Lounge gehen. Deshalb macht das vielleicht. Auf der anderen Seite müsste sich das ja auch in der Lounge-Anbietern rumgesprochen haben, dass es da Bedarf gibt, ne? Weil eben doch nicht jeder Lufthansa Business Class fliegt oder trotzdem eben auch gerne in eine Lounge möchte. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einfach keinen Platz mehr für eine Lounge. Vielleicht sind es die Räumlichkeiten, an denen es dann mangelt. Keine Ahnung. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Ralf. Dem geht es um Meilen auf Vorrat. Ihr seid ein toller Podcast, schreibt auch der Ralf. Komisch. Meine Frage lautet wie folgt. Ich habe eine Miles & More Kreditkarte. Somit verfallen meine Meilen nicht. Soll ich beim aktuellen Meilen-Bundles-Deal zuschlagen, auch wenn ich die Meilen erst in circa einem Jahr für eine Flugbuchung verwende? Also ich sage jetzt mal nix, Kai, aber... Ja, der Ralf hat uns Kaffee spendiert, deshalb müsste ich jetzt was Freundliches sagen. Pflichtgemäß rate ich davon ab, Meilen auf Vorrat zu kaufen und über ein Jahr, das ist Vorrat und ja, ich bin ja als Prophet mittlerweile berüchtigt, aber ich glaube, innerhalb der nächsten 12 Monate wird es ziemlich sicher was am Award-Chart geben, da wird es eine Veränderung geben und die wird nicht positiv sein. Und dann hat man eben Meilen jetzt gekauft zu einem zwar günstigen Preis, aber muss dann später eben die Preise zahlen für die Premiumflüge, die dann gelten. Ich würde ein Jahr im Voraus würde ich nicht kaufen, würde ich nicht machen. Wenn er schon vorher weiß, wo er hin will und auch schon ein bisschen rechtzeitiger buchen kann und will, das ist ja bei Premiumflügen immer so, dass man die im Zweifel ja nochmal umbuchen kann oder stornieren kann, ne? Anders als günstige Cash-Tickets, die dann eben kaum Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten haben oder das sehr teuer ist, ist das bei Premiumflügen sehr günstig, sprich also
überhaupt nichts dagegen, auch schon 12 Monate im Voraus was zu buchen, wenn man was findet. Also wenn er weiß, dass er nächstes Jahr fliegen will, sollte er jetzt kaufen und jetzt buchen. Aber jetzt kaufen, 12 Monate liegen lassen und sich dann darüber ärgern, dass man plötzlich einen anderen Preis für den Premiumflug zahlen muss, würde ich nicht machen. Ja, also ich glaube, wir blenden das nochmal in Rot ein, einer unserer Merksätze. So ein Meilenkonto ist kein Sparbuch. Also wirklich unter keinen Umständen. Ich finde es auch eine schöne Regel, wie du sagst, Kai, ein Jahr, das ist so das Limit. Auf dem Vorrat, dass ich dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann auch mal buche, macht keinen Sinn. Wo wir wirklich jederzeit damit rechnen müssen, dass auch jetzt Miles & More endlich die Meilen entwertet. Spätestens, wenn die Allegris in der Luft ist, wird da was passieren. Nicht sofort, ne, aber die ist jetzt bald in der Luft. Ab 1. Mai, wissen wir. Haben wir immer gesagt. Und also, wenn einer als Prophet geht, dann der Kai. Kommen wir zum Paul. Prämienflüge für Familie. Haben wir auch schon mal ein Video gemacht, können wir auch einblenden an der Stelle. Paul fragt, folgende Situation. Ich, Familienvater, möchte gerne Meilen sammeln, habe aber für mich noch keine günstige Option fürs Einlösen gefunden. Denn ich selbst lege gar keinen Wert auf Business- oder First-Class-Flüge und bin durch festen Arbeitsplatz mit langfristiger Urlaubsplanung und Familie und so weiter auch nicht allzu flexibel, was die Reisezeit angeht. Was den Reiseort angeht, schon. Gibt es für mich eine günstige Option, Membership Rewards Punkte in Flüge umzuwandeln, für 3 bis 4 Plätze und mit dem Ticket im Gesamtgeld zu sparen? Oder kann ich sie mir bei den Bedingungen auch gleich auszahlen lassen, weil es zu aufwendig wäre, dort was zu finden? Wenn ich ihn richtig verstehe. Was hast du denn, Paul, geantwortet? Also erstmal nochmal pflichtgemäß der Hinweis, guck dir unser Video an, das wir ja gerade erst kürzlich gemacht haben für Prämienflüge mit mehreren Personen. Das ist eben tatsächlich schwieriger. Wenn ihm das, so verstehe ich das, eigentlich egal ist, ob er in der Business oder First Class fliegt oder im Zweifel auch in der Economy, dann würde ich nach Cash-Tickets gucken. Also wir haben ja auch schon mal Videos gehabt, wo ich gezeigt habe, wie ihr bei Lufthansa im Destination Finder günstige Tickets findet. Er schreibt jetzt von Membership Rewards Punkten, dann wäre das nicht Lufthansa, sondern müsste er ja irgendwie British Airways oder so gucken. Da hatte ich auch schon in dem Video einen kleinen Hinweis zugegeben. Da gibt es diese schöne kleine Tool Seats bei, wo man sagen kann, ich habe so und so viele Meilen, wir sind so und so viele Personen und ich möchte gerne in dem Zeitkorridor von bis irgendwo hinfliegen. Zeig mir mal, wo ich mit Meilen hinkomme. Und dann zeigt das Tool an, wo es für 4 Personen meinetwegen in genau zu der Zeit Prämienverfügbarkeiten gibt. Das werden dann eben nicht die allerhottesten Ziele möglicherweise sein, aber das kann man sich angucken. Eine 10-tägige oder einwöchige Testversion ist auch kostenlos von dem Seatsby-Programm. Einfach mal gucken, was da so angeboten wird, ne, für die Meilen. Wenn er so viele MX-Rewards-Punkte hat, dass er damit 4 Leute irgendwo hinbekommt und es ihm vielleicht sogar egal ist, die vielleicht auch für Economy oder Premium Economy einzusetzen, dann würde ich das mal testen und nebenbei immer mal gucken, was würde das denn kosten, wenn ich mit Cash buche. Also British Airways ist da in jedem Fall eine gute Adresse, weil die tatsächlich auch 4 Premium-Plätze auf einmal freigeben. Das ist ja das Hauptproblem bei den allermeisten Airlines, dass du nicht 4 Stück auf einmal gebucht bekommst. Bei British Airways geht das. Die haben dafür andere Nachteile, aber ja, you can't have it all. Ne? Kommen wir zum Armin. Der hat eine Frage zur Senator First Class Lounge in Hamburg. Der Armin fragt, ich fliege von Hamburg über Zürich nach Sao Paulo in der First Class. Wow. Kann ich dann in Hamburg in die Senator First Class Lounge? Weil das Segment Hamburg-Zürich gilt ja als Business-Class-Ticket, Kai. Es ist tatsächlich so, dass die Zubringer, da handelt es ja um einen Zubringer zu einem First-Class-Flug und da es innerhalb Europas keine First-Class gibt, findet der Flug in der Business-Class statt. Der bringt ihn in jedem Fall in die Business-Lounge. Eine First-Lounge gibt es in Hamburg nicht, sondern nur noch eine Senator-Lounge. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er dann, also wenn er da jetzt einen riesengroßen Wert drauf legt, in die Senator-Lounge zu gehen statt die Business-Lounge, so ein riesengroßer Unterschied ist das in Hamburg nicht. Aber wenn ihm daran liegt, dann einfach mal mit dem First-Class-Ticket ab Zürich winken und sagen, hier, ich bin eigentlich First-Class-Passagier, der hier eben leider nur in der Business-Class gebucht ist, kann ich auch in die Senator-Lounge rein. Dann lassen sie einen rein auf Kulanz oder sie tun oder sie lassen es nicht. Mhm. Grundsätzlich ist es eben ein Business-Class-Ticket, dann hast du da eben auch nur Zugang zur Business-Lounge. Andersrum wäre es, wenn es ein Abbringer wäre, wenn er zum Beispiel von einem First-Class-Flug käme und dann eben noch einen Abbringer in der Business-Class hätte, dann kannst du auch noch ins First-Class-Terminal oder eben in die entsprechende First-Class-Lounge gehen. Das und geht. Dann kann er mit der First-Class, mit dem First-Class-Ticket auch winken. Genau, also dann sagt er hier, ich komme gerade von einem First-Class-Flug
und dann lassen die dich in die ins Terminal oder in Zürich eben in die First Class Lounge. Das ist kein Problem. Bei dem Zubringer zu dem First Class Flug bin ich mir nicht ganz sicher. Also einfach fragen, einfach hingehen und sagen, ich bin First Class Passagier ab Zürich, komme ich hier schon in die Senator. Wie ist das? Wir hatten das ja auch schon besprochen. Das ist ja jetzt ein Beispiel dafür. Wahrscheinlich zahlt er ja für den Business Class Flug First Class Preis, oder? Genau, klar. Nur es wäre dann noch unverschämter, wenn er dann nicht mal in die First Class Lounge kann. Ja, es gibt eben keine First Class Lounge, ne? Sondern es gibt eine Senator Lounge, die für Statusinhaber gedacht ist, und es gibt eben die Business Macht Lounge, keinen großen die, für, ja, von daher. Die für Reiseklassen Passagiere gedacht ist. Das Essen ist ein bisschen, es gibt eine warme Option mehr, glaube ich. Die Senator Lounges sind immer die Lampenlounges, sage ich immer, weil die Lufthansa hat so tolle, die sind ganz toll, diese Lampen, aber es ist tatsächlich so von der Ausstattung her ziemlich das Einzige, was man sofort erkennt, ob du in der Senator Lounge bist oder in der Business Lounge, das sind die Senator Lampen. Machen schönes Licht. Da luft dann gerade, Lampenladen. Gerade wenn du abends abfliegst, macht das ein schönes Licht, das ist eine schöne Atmosphäre, aber dafür würde ich mich jetzt mit dem Lounge-Drachen an der Tür dann auch nicht streiten. Also. Sehr guter Praxistipp. Kommen wir zu Sibel. Sibel 4077 fragt, welche Videos soll sie denn zuerst schauen? Welche eurer Videos sollte man ansehen, wenn man erst mit Meilensammeln begonnen hat? Ihr habt so viele und Arbeit, Kind, Haushalt und so weiter, da bleibt einfach nicht viel Zeit übrig. Kai, wir haben ein schlechtes Gewissen deswegen, richtig? Ja, das war ganz lustig, weil wir haben ja am letzten Dienstag, also vorgestern, haben wir tatsächlich über genau das Thema geredet, ne? Wie man so den Neueinsteigern möglicherweise einen Weg weisen kann durch unser mittlerweile ja auch ein bisschen größer gewordenes Portfolio an Videos. Vielleicht eine Playlist zu machen für Neueinsteiger, da arbeiten wir dran. Also da wird es auch irgendwie, wird es was geben, denn wir machen das ja für Neueinsteiger in allererster Linie. Die Leute, die schon seit 20 Jahren Meilen sammeln, die müssen sich unseren Kram ja hier ohnehin nicht angucken. Die wissen das alles. Die laden wir als Experten zum Gespräch ein. Genau, ja. Als Praxistipp oder als Einstieg würde ich vorschlagen, unser Video Star Alliance Prämienflüge buchen, inklusive Seats Aero Tutorial, weil wir die Folge tatsächlich mal so gebaut haben, dass wir da sehr vom Anfang angefangen haben. Also wirklich von Null angefangen, und das wäre als erstes Video sicherlich geeignet, und als zweites Video würde ich unsere Payback-Folge anschauen, insbesondere wenn man eben noch nicht an dem Punkt ist, dass man Meilen einlösen will, sondern noch Meilen sammeln muss, dann ist natürlich die Payback-Folge sinnvoll, und unsere MX-Folge natürlich. Die ist nicht umsonst so beliebt. Zu der MX Platinum, wo wir dann ja auch was zu anderen MX-Karten sagen und eben warum MX-Karten so wichtig sind fürs Meilensammeln, die kann man sich auch angucken. So, dass die drei Folgen als erstes mal angeguckt, hat man schon mal ein solides Grundwissen, und dann muss man sich einfach so ein bisschen durch die Q&As so ein bisschen durchfloaten, und dann kommt das mit der Zeit. Aller Anfang ist schwer, das ist so. Wobei wir jetzt bald am Ende sind dieser Q&A-Session. Wir haben nämlich noch eine Frage, und zwar von Arnold K.93. Er oder sie fragt, Miles Plus Paket zur Kreditkarte buchen. Dürfte ich eine Frage zu der Miles & More Blue Card stellen? Fragt er oder sie. Ich bin seit Anfang Januar mit unter anderem durch euch ins Meilensammeln eingestiegen und habe dazu passend für den Einstieg die Miles & More Blue Card beantragt. Macht es Sinn, sich das Zusatzpaket Miles Plus oder Miles Plus zu buchen? Kai, ich kenne das überhaupt nicht. Was ist mir entgangen? Ja, hast du wieder nicht zugehört, ne? Als wir uns mit Jan Niklas unterhalten haben. Da haben wir nämlich über genau diese Geschichte geredet. Genau, kennen wir ja. Lass die beiden mal sabbeln. Ne? Lass die beiden mal sabbeln. Da also die Antwort ist nein, die lohnt sich nicht. Und zwar, das ist ein grundsätzliches Nein. Da gibt es auch keine Ausnahmen oder es könnte vielleicht oder so, sondern das. Im Übrigen lege ich mich mal fest oder bin mal ganz verwegen und nehme mal an, dass Arnold ein Mann ist. Ja, oder ist es Karin Arnold oder Katrin Arnold oder Carola? So. Das mit dem Gendern ist schwieriger, als man so gemeinhin denkt. Wollen wir da nochmal drüber reden? Nein, ein Innen zu viel, das ist schon genug zum Abstrafen für manche. Ja, die Leute, die eigentlich an dem Thema gar kein Interesse haben. Nee, weder noch. Ja gut, aber wollen wir ja gar nicht vertiefen. Wir wollen uns ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war für dich, für euch, für alle dabei. Ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank, Kai, dass du dich auch wieder so gequält hast. Aber das war gar nicht so schlimm. Glaube ich, oder? Für dich? Du machst es ja gerne. Ja, ich mache es bei 41 Grad, das ist schlimm. Aber ansonsten mache ich das natürlich. Die Fragen mache ich gerne. 41 Mal heißen Dank. Heißen Dank, genau. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.